So. Und dann kommt so ein Kanufahrer. Junger Typ, sieht richtig gut aussehend, aber ist sowieso halt hübsch und doof wahrscheinlich. Fährt ein Riesengehumpe, das Schiff kann nicht ausweichen, nix, einmal zack drüber. Matsch. Ja, ist gut, fahr weg! Was? Wieso? Es wurde ganz klar abgemacht, dass du Philipp abholst. Was hast du mit zum Sport? Wieso fällt dir das hier? Ja, ich werde dir wohl fragen dürfen, wieso dir das jetzt einfällt, dass du zum Sport willst. Nein, ich sitze hier bei Thomas. Ich finde es sowieso unmöglich, dass du mich anrufst. Ich will da überhaupt nicht. Ich will Philipp überhaupt nicht abholen. Das hatten wir auch so nicht abgemacht. Das schickt doch dein Paket, Heinz. Soll der ihn doch abholen? Und? Ja, und hab ich's halt gesagt, ja. Was? Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu reden. Will ich jetzt auch gar nicht. Jetzt will ich jetzt mit Thomas und mit Thomas reden und nicht mit dir. Nein, ist ganz klar. Du holst ihn ab. Du holst ihn ab und nicht ich. Du holst ihn ab, nicht ich. Das weiß ich nicht. Da musst du sehen, wie das hingeht. Da musst du später zum Sport. Ich weiß ja auch nicht. Da gehst du morgen. Oder was? Das ist auch die Frage, ob du auch zum Sport willst. Hab ihr das Gefühl, ja, ist gut. Tschüss. Tschüss. Jetzt hat sie neulich den Parkettheinz abgeknutscht. Ich drehe mich um, gucke in den Flurspiegel. Ich denke, ich sehe nicht richtig. Aber das ist nicht die Frage. Das ist nicht die Frage. Das kann vorkommen. Das kann bei uns allen vorkommen. Aber das sind wir uns ja im Klaren. Wir sind ja alle keine Heiligen. Aber mir abends zu sagen, es war gar nichts. Ich dachte, also, ich sehe nicht richtig. Ich sage, was war gar nichts? Bin ich blöde? Bin ich blöde? Drehe ich mich um und bin blöde oder was? Sie, habe ich vielleicht Fernsehen geguckt oder in den Flurspiegel geguckt? Habe ich gleich eine runtergehauen, gleich eine gelangt. Also. Naja, und bei mir ist eigentlich irgendwie alles so normal, wie immer. Eigentlich ganz okay. Job. Halt wie immer, irgendwie. Hier. Ist das das Buch von damals noch, das... Ich hab's jetzt fast ganz durch. Das ist wirklich gut. Das musst du mal lesen, wenn du. Also später. Hier. Zum Beispiel. Es ist echt super. Was ist der Mensch? Das ist wirklich jeder Satz ein Kracher. Was ist der Mensch? Wie kommt es, dass so etwas in der Welt ist, das wie ein Chaos gärt oder modert, wie ein fauler Baum und wie zu einer Reife geteilt?